Wenn du zu wenig Folat oder Vitamin B9 in deinem Blut hast, führt das zu einer Folsäuremangelanämie. Folsäure ist notwendig, damit dein Körper neue rote Blutkörperchen bilden kann. Dein Körper braucht rote Blutkörperchen, um Sauerstoff zu deinen Organen zu transportieren. Ein Mangel an roten Blutkörperchen führt zu einer Anämie, durch die du dich schwach und müde fühlen kannst. Wenn du einen Folsäuremangel hast, kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln zur Erholung deines Folsäurespiegels dein Risiko, einer Anämie zu entwickeln, verringern. Und mehr noch. Experten der Harvard Medical School sagen, dass eine ausreichende Folsäurezufuhr dein Risiko für Darmkrebs und Herzkrankheiten verringern kann. Aber was verursacht eine Folsäuremangelanämie? Unterernährung ist die häufigste Ursache für Folsäuremangelanämie. Eine vitaminarme Ernährung oder das Überkochen von Lebensmitteln können zu einer Unterernährung beitragen. Auch starke Blutungen können zur Anämie führen. Zu den folsäurereichen Lebensmitteln gehören Zitrusfrüchte, grünes Blattgemüse und angereicherte Getreideprodukte. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, Folsäure aus der Nahrung aufzunehmen. Als typische Symptome des Folsäuremangels sind in aller Regel die Folgen von Blutarmut zu erkennen. Hier ist an erster Stelle eine auffallende Blässe zu nennen. Äußerlich sichtbar sind ferner Veränderungen der Zunge, die gerötet und entzündet erscheint. Folsäuremangel und Blutarmut gehen mit allgemeinen Leistungseinbußen wie Erschöpfung, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten einher. In schweren Fällen verursacht Folsäuremangel Herzrhythmusstörungen und Atemnot. Beides ist darauf zurückzuführen, dass wegen des Mangels an roten Blutkörperchen nicht mehr ausreichend Sauerstoff in den Körper gelangt. Bei einem Mangel an Blutplättchen erhöht sich die Blutungsneigung. In der Folge kommt es zu Schleimhautblutungen, punktförmigen Einblutungen in der Haut und vermehrten Blutergüssen. Ein Mangel an weißen Blutkörperchen äußert sich vornehmlich in einer erhöhten Infektanfälligkeit. Bei einem Folsäuremangel werden rote Blutkörperchen hergestellt, die in ihrer Funktion gestört sind. Als Folge kommt es zu einer Blutarmut. Diese kann sich durch folgende Symptome bemerkbar machen. Nummer 1. Müdigkeit. Als eines der ersten Anzeichen einer Blutarmut zählt Müdigkeit. Betroffene fühlen sich schnell abgeschlagen und sind weniger leistungsfähiger. Auch die Konzentration nimmt ab. Nummer 2. Blässe. Da bei einem Mangel an Folsäure die Zellerneuerung betroffen ist, ist auch die Regeneration der Haut betroffen. Aufgrund des fehlenden Vitamins ist die Haut blasser sowie gereizter und kann zu Rötungen neigen. Es können auch vermehrt Hautunreinheiten wie Pickel auftreten. Nummer 3. Rote und wunde Zunge. Ein Folsäuremangel macht sich über die Zunge bemerkbar. Diese ist wund, glatt und gerötet. Zudem können ein Brennen oder Kribbeln der Zunge auftreten. Auch bei anderen Mängeln, wie beispielsweise Eisen, ist eine wunde Zunge ein Anzeichen. Nummer 4. Durchfall. Der Vitaminmangel kann sich gut durch Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall bemerkbar machen. Die Schleimhautveränderungen im Darm können Durchfall hervorrufen. Entzündungen der Darmschleimhaut sind ebenfalls möglich. Und Nummer 5. Herzrhythmusstörungen und Atemnot. In schweren Fällen kann der Folsäuremangel zu Herzrhythmusstörungen und Atemnot führen, da aufgrund der fehlenden Blutkörperchen die Organe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.